Freunde, kommt jetzt ein super Spielplatz. Ja, die haben die auch hier. Also Hulweide hat überhaupt sehr viele Spielplätze, muss man auch sagen. Viele ja. Kindergärten, viele Spielplätze. Das ist hier wirklich voll gut. Ja. Sind mir ganz gut bereichert mit. Also Hulweide gibt auch die kleinen Hulweide. Wie sagen wir Köhlchen, die kleine Dötzchen. Oder ja, unsere Pens. Genau. Da gehen wir mal, sollen wir mal gucken? Ja klar, gehen wir gucken. Guck mal, da ist nicht nur was für die Kleinen. Bei Tischtennis spielt auch jeder gern, oder? Ja, hier kann man Tischtennis spielen. Genau, ups, Sarah, jetzt kann nicht das so mal. Nah. Tischtennis spielen. Ja, die Kamera war gerade nicht mehr am Tanzen. Hier gibt es zwei Tischtennispartner, die eine kann man jetzt nicht zeigen. Ja, sind Leute dran. Genau. Und, wie man jetzt sehen, sieht man auch jetzt hier der Kinderspielplatz besser. Komm, da gehen wir noch hin. Ja. Cool gemacht, wenn ich ein Kind verletzt, wissen die direkt, welche Nummer die anrufen. Ist man in der Nähe, aber auch das Krankenhaus. Ja, wir sind nicht weit vom Krankenhaus, sind so 5 Minuten sind wir vom Krankenhaus hier. Mhm. Mal gucken, ob ich das hier drauf kriege. Wir können dann richtig ja, jetzt habe ich die Notfallnummer. Und das finde ich auch cool. Richtig gut gemacht. Ja. Und hier vorne könnt ihr Fußball spielen. Ja. Tore sind auch dran. Oder, wie gesagt, auch wieder Picknicken. Ja. Die Männer spielen Fußball, die Frauen Picknicken. Plätze haben wir hier natürlich auch. Genau. Ne, mit Mülltonnen, was sehr wichtig ist. Richtig, da gehört auch der ganze Müll hin. Ja. Nie auf die Straße oder in die Wiesen. Oder auf den Spielplatz. Genau. Das ist eigentlich ein schöner, kleiner Spielplatz. Das ist wirklich sehr schön, wie ihr seht. Wird. Hört ihr die Natur? Einfach toll. Oh, ist einfach toll. Also ich mag das, so die Vögel zwitschern und ich finde das immer sehr entspannend, immer schön beruhigend. Besonders so nach stressvoll reichen Tagen. Tut es einfach gut, sich irgendwo hinzusetzen, einfach mal der Natur lauschen. Ja genau, da könnt ihr euch auch hinsetzen, da könnt ihr eure Kleinen dann spielen. Genau. Und ihr könnt ja auch wieder picknicken so ein bisschen, da könnt ihr Getränke mitnehmen. Das ist hier wirklich reichlich viel Platz. Die Kinder haben Spielplatz, einen Sandkasten, eine schöne Rutsche. Bitte. Für die ganz Kleinen ist auch nur eine kleine Schaukel oder Wippe, wie man sagt. Nee, da hinten ist die Wippe. Ah ja. Ups, da ist auch eine Wippe. Kessi, willst du mal drauf? Will ich? Weiß ich nicht. Genau. Ist ja ein bisschen blöd allein, oder? Jetzt wollen wir mal gucken, was hier so am Boden liegt. Hm? Ups. Alleine wird nicht gut. So, Kessi setzt sich drauf, ich setze mich auch drauf und ich bleib oben. Genau. Bitte auch drauf setzen. Siehst du, was habe ich gesagt? Ich bleib oben und Kessi bleibt unten. Diese, die bleibt unten. Ja. Kannst du mal sehen. Verhungern. Und ich? Wow. Verhungern. So runter. So. Ah, Vorsicht. Ja, ja. So. Sonst machen wir plump, sie liegen beide im Sand. Nee. Jo, und da habt ihr noch eine schöne Spielwiese. Und nochmal einen tollen Sandkasten. Also hier ist auch sehr sauber, muss ich sagen. Doch, da achten wir drauf. Also hier ist wirklich super sauber, hier liegt auch nichts rum. Keine Glasscherben, keine Öffner von Bierflaschen, wo die Kinder sich verletzen können. Also das finde ich auch keine Hundescheiße. Also es gibt ehrenamtliche Helfer, habe ich gehört. Die stehen manchmal um 5 Uhr morgens auf und räumen in die Spielplätze auf. Boah, das ist ja Hammer. Und das finde ich Hammer. Es gibt so eine Elterninitiative. Die machen das an verschiedenen Spielplätzen und räumen dann auf. Und das finde ich immer eine super Arbeit. Ja, echt, oder? Ich muss mal sagen, erstmal recht herzlichen Dank für eure Tätigkeiten. Also seid die waren wohl bei der Engel. Ja, richtig. Aber wirklich. Und wie wir jetzt gerade gesehen haben, sind hier auch Zwetschgen an den Bäumen. Das heißt, sie darf man wieder ein bisschen pflücken, aber nur so viel, wie man essen kann. Genau. Und sind noch fast, ja, im September sind die richtig reif, August, September. Da kann man loslegen. Also hier sind auch nochmal richtig leckeres Obst. Mhm. Also die haben ja an die Seite ein bisschen ein paar Obstbäume hingetan. So für den kleinen Hunger. Ja. Der Zweck. Aber nicht übertreiben, Leute, weil die anderen Bäume auch. Genau. Nicht. Jeder möchte was haben. Da soll man immer dran denken, ne? Genau. Das ist ja eine tolle Sache, dass man das hier überhaupt macht. Eben. Und ja, auch einfach danke an Hulweide.
der Natur sind, da sollte man auch mal nicht. Wo sind die jetzt? Ich hoffe, ich habe sie jetzt. Die Krähen. Ja. Ich hoffe, ich habe sie. Ja? Danke mal. Also ich sehe die nicht bei dir. Nee, du hast die nicht. Hallo, Krähe. Ich sehe dich nicht, aber du mich. Und ich dich nicht. Als sehe ich mit bloßen Augen. Soll ich mal machen? Guck mal. Oh, ist wieder nah. Nimmst du ein Gewicht an dem Gras an, wie siehst du? Da ist eine, seht ihr? Mhm. Da, mein Lieblingsvögel. Eine Krähe. Das ist die auch zur Natur, ne? Wir haben das auch schon um die Natur. Mhm.